Ey, moin Red Gap, grüß dich, Mann. Ja, und du hast der Remake, ne? Judas erstes Game des Tages, sag ich immer. Wir hattet ihr Spaß, Chat? Woohoo! Next. Hey, guten Morgen, Black Reaper. Grüß dich. Zwei Autofit Protected Games. Cool. Habt ihr keinen Schleim, muss so wie explodiert sein oder so. Das war nicht, was er wollte. It just exploded on his head. Oh, warte, ich kann noch warten, bis ich sie kaufe, ne? Bis sie 6.300 kostet statt 7.800. Ich habe sie. Oder habe ich sie überhaupt? Im Partnerprogramm drin, es dauert ja immer eine Weile, bis es updatet. Aber egal, ja, ich hab's ja nicht mal in einem Partnerprogramm drin, glaube ich. Gibt es 168 Champions gerade oder 169 mit einem besser? Because I do not know. Es gibt zu viele. Ja, fühle. Das ist echt eine Menge Champs. Das wird jedes Jahr mehr. Ist dir das mal aufgefallen? Ich weiß nicht, ob du es bemerkt hast. Das wird echt jedes Mal mehr. Jedes Jahr mehr. Das ist krass. Ich war auch überrascht. Ey, nein, die Like Motherfucker Tim. Like Miss Fortune Tim. Vielen Dank für den Twitch Prime. War es dort am Smurfen? Weiß ich jetzt nicht vor, kann, aber maybe. Moin Meister. Hey, nein, die Hero und danke an Hallo Elite. Vielen Dank für Restabs. Guten Morgen. Ich würde sagen, mit jedem Champion Release wird es mehr, aber sehr wilder Take. Ja, das ist mir ein bisschen zu absurd gedacht, Bro. Also abstraktes Denken finde ich gut, aber das ist zu weit. Hey, guten Morgen, Ayunda. Hallihallöchen. No way from you. Ich habe mir jetzt in der Top-Deck probiert und ich bin gescheitert. Back on AD Carry. Ja, also die Rollen haben actually sehr viel Ähnlichkeit als Rolle und sehr wenig Ähnlichkeit durch Champions. Deswegen Top und AD Carry kann verwirrend manchmal funktionieren. Definitiv von den Charakteren, die du spielst, hat was ganz anderes. Aber hey, wenn du dich ausprobiert hast, ein bisschen Spaß hattest und es nicht geklappt hat, ist ja fein. Mal ein bisschen die Füße ins Wasser halten, gucken, wie warm es ist. Wenn es klappt, cool. Wenn nicht, auch fein. Nicht zu verlieren ist ein Videospiel, nicht wahr? Kannst nur gewinnen, wenn du Spaß hast. Ey, nein, der Reißsamstag natürlich bleiben. Willkommen, lieber Bro. Moin, gerade nochmal das Game 5 von World's Final geschaut. Die Gefühle gehen noch steil, sag ich mal. Ja, wenn man das nochmal anguckt, war das richtig in Adrenalin geladen, ne? Also, das fühle ich extrem, Bro. Das ist so cool. Also, auch Game 4 schon. So fucking cool zu gucken. Kann ich nur jedem wirklich wärmstens ans Herz legen, der Bock hat. Der Bock hat, nochmal gehypt zu werden von irgendwas. Noch 3 Tage. Was sind 3 Tage in Dosab? Warte, heute ist welcher Tag? Heute ist Dienstag. Das heißt, morgen ist Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Das heißt, am 4. Tag ist Arcane. Aber was ist denn am 3. Tag? Oh, das Linkin Park-Album. Ah! Cool, true. Ja, generell, immer im November, Dezember gibt es so viele Sachen, die released werden, die irgendwie cool sind. Das ist halt die konsumorientierteste Zeit mit Weihnachten, nicht wahr? Das Fest der Liebe ist das Fest des Geldausgebens. Und es wird aber auch richtig für geiler Shit released. Also ich freue mich auch aufs Album. Genau wie auf Arcane ebenfalls. Also da kann man sich auf eine Menge Sachen freuen. Das wird so hart konsumiert, der Safe-Dose, fühle ich. Sagen bisher, ich mag alle 3 Lieder, die sie released haben, mag ich sehr, sehr gerne. Endless Machine, Over Each Other und Heavy is the Crown, allesamt geil. Es gibt wohl irgendein Lied, das sie in Dallas gespielt haben, aber noch nicht offiziell raus, das habe ich noch nicht gehört.
Das werde ich dann auf den quasi Studio-Release, glaube ich, einfach warten, whatever. Whatever. Oh mein Gott, sie hat den Chosen of the Wolf Skin, diese Ambassador. Noch nie gesehen bisher. Mal gucken, wie der Ingame aussieht. Ach, krass. Overage also war leider ziemlich Enttäuschung, findest du? Fand ich voll fein. Sie haben halt ein so ein Lied gemacht, basically, wo sie so langsam vorgestellt wird. Emily halt, das war basically Empty This Machine. Dann Heavy's the Crown, obviously für League of Legends, aber halt auch irgendwo Linkin Park's Legacy. Und dann Overage, da war das erste Lied, das sie gänzlich alleine halt mehr oder minder macht. War mal ein ruhigeres Lied sozusagen, aber fand ich jetzt nicht komplett Enttäuschung. War okay. Also ich will auch nicht, ich sage auch nicht, dass mein Lieblingslied ist, weil ich einfach diese Art Musik nicht so sehr auch von Linkin Park OG nicht mochte. Also einzelne Stücke halt, nicht alle. Ja. Junge, ich hab da wirklich eine Pizza, oder? Nee, was ist das für ein Symbol? Aber es ist am Ende natürlich immer Geschmackssache, nicht wahr? Also, ich weiß nicht, was wir hier machen, aber... Gehör ich nicht wirklich sinnvoll zu sein. Aber dass es klappt, das ist mein Punkt für mich. Dass hier actually... Das ganze... What? How the hell sind die einfach da? Weil sie spielen... Nee, whatever. Ich bin fein. Is me. Ja, werden wir invaded auf Raptoren? Das ist eigentlich viel schlimmer. Wenn ihr gerne Raptoren macht, kann er danach zum Rapper rennen. Wäre geil, wenn man es heißt, checken würde. Man, er kann auch late invaden hier hinlaufen. Also er kann warten, bis ich auf Rap-Buff sein muss. Ich klär Rap-Buff ziemlich langsam. Hoffe, ist keiner Busche drin. Bisschen der Kane-Invade, ne? Er kennt bestimmt den Kane-Invade. Dann wäre er jetzt quasi in der Lage, gleich hier zu sein, um mich abzufacken. But luckily he's not. Eine Kugel gewastet, though. Fuck, noch eine gewastet. Bin viel langsamer, als ich sein sollte jetzt. Cinderella Man. Cinderella Man, Cinderella Man, Man. An ally has been slain. Always trouble. Oh, ja. Man, wenn die halt die Patronen so blocken, panik ich. Ich frage Raptoren aber nicht gut genug. Easy Partner. Easy Partner. Ja, wenn sie mich mit dem Ash-Shot gerade gesehen. Aber wenn sie nicht drauf reagiert, bin ich ja trotzdem da. Mein Rapper kriegt den Kill und... Da ist immer tot. Gerne noch in der Carver-Stack und Assist bekommen, weil es auch Treasure Hunter gibt. Denn den Jhin hatte ich ja schon mit Treasure Hunter, deswegen habe ich so einen einzigen Treasure Hunter-Stack, obwohl wir in zwei Kids beteiligt sind. Weil beide auf Jhin waren, nicht wahr? So illegal vom Botlane. Laner sind so dumm, das ist legit krank. Weil, also, ich bin halt on Vision von ihrem Hawkshot und bin dann Botlane und sie stehen immer noch dran. How? Aber nur, weil sie die Wave kollapsen wollen und nicht bereit sind, nachzudenken. Gleiches gilt für meinen Toplaner. Also, wo soll der Hecarim sonst sein, ich jetzt pingen sollen? Aber wo soll der Hecarim literally sonst sein? Wenn ich Botlane ganke und die Krabbe kriege, er kann nur Toplane sein. Aber steht denn da, also alles gut. Oh, er hat Raptoren gestartet. Geil. Cinderella Man. Er ist halt voll HP in Mitte. Ups, Kugel gewastet. Aber ich kann jetzt eh nicht auf seine
Dinge zu werden gehen. Ich glaube, optimal, dass er tot ist, aber die BF ist okay. Ist die BF okay? Eigentlich ich jetzt pushen sollen. Ich könnte mich auf seinen Pink verlassen. Bin dumm. Aber dann wäre er sauer geworden, vielleicht ist gar nicht dumm. Vielleicht war es richtig. Lieber eine schlechtere BF mit dem Finette, als dass er richtig sauer wird. Die BF ist ja okay, ich slow push halt zum Gegner. Aber für trotzdem nicht so viel, da ist Hekarim. Der ist zwei Camps down. Und hat auch nicht gegankt, erfolgreich zumindest. Doch, dann war halt einmal. Aber er hat einen XP, er hat einen Recall-Vorteil, nicht XP-Vorteil. Ich denke, wir lassen hier Topman in Water, damit sie nicht gleich wieder stirbt. Weil wenn sie stirbt, dann kann sie mich immer nicht flamen. Nein. Du weißt, dass er da ist und du weißt, dass ich nicht da bin. Ich habe dir Vision noch gegeben. You can't die, right? Rella, man. Ja, Helikam sollte einfach Wolkaps forcen. Das, was ich machen würde. I'm not sure if he will do it. Oh, dann ist sehr, sehr low. Können wir gleich gucken, ob wir einen Snipe durchkriegen dürfen. Nee, danke der God of the Lizards. Vielen Dank für den Sub. Und da waren almost UHD. Stop sitting there in my silence. Just seems to amplify it. I end up making more regrets, falling from grace. Melke wird dann auch meinen Rap abgewertet haben. Das Ding ist, wenn ich jetzt hier das zu lange mache und er gebased ist, Ash kann das halt move. Ich glaube, Ash move nicht. Aber eigentlich ist das illegal. Ich habe keine Info für Karim, aber. Moin, moin. Können einen soliden Guess anstellen. Ja, meine. Er hat alles gefarmt. Okay. Genau wie ich also. Aber seine Botter kann jetzt zu mir moven. Botter move nicht. Wir traden also einfach die Map gerade mit dem Drachen und 3 Camps Bots und er nimmt Wallcaps und 3 Camps Top. Nur der Unterschied ist, dass ich beide meine Botter kille. Und er hat keine Kills kriegt. Es ist zu einfach. Es ist halt ein bisschen zu straightforward. Ich kann nirgendwo anders sein. Sie hat Vision auf mich mit Hawkshot. And they still die. Wie? Meine Lane macht es echt geil. Vor allem auf Topline, das sind die Stürme, weil ich habe komplett auf Topline geschissen dieses Game. Sie hat einen First Blood Killer halten, seitdem passiert da oben halt nichts. Inside me. Keine Ahnung, wie ich hierher gekommen bin, aber Hype-Train muss weitergehen. Hey, danke dir fürs Aufrechterhalten der Hype-Train, I guess. Das freut mich. I need to break free from the anger that is constantly. Du
We just go bot again here. Petholkin, danke für deine geilen Q-Streams. Macht immer Bock, sie anzuschauen und mit zu fiebern, auch als Anfänger in der Ich hoffe, dir geht es gut und du machst weiterhin so geilen Content. Wie es mit dem ist heute alles Flex Q. Das weiß ich auch nicht. Das weiß ich echt auch nicht. Mach ich, keine Sorge. Phil, Tanja, Obsess, Lilip. Ich weiß es actually. Ich hab gelogen. Oh, das sind awkward Resets, wenn ich keine Pickaxe kriege. Oh. Bound within. Ja, ist immer noch sehr gut dabei, farmtechnisch. Ein bisschen behind. Davon haben wir 10-mal Botlane gegankt. Und 8 Kills genommen. Bekommen. Ich bin nicht unglücklich. Da bin ich sehr unglücklich. Einfach Riot Games, gib mir einen Crit. Ja, weil ich jetzt auch ein paar Kills sehen, ich ging so heute neu. Ein gestern ist wieder fair. Valhalla Colony. Geht was? Cool. Mal kurz vom Drake noch kommen. Sehr, sehr erotisch, wenn ich den Drake noch oben drauf kriege. Das macht mich sehr glücklich. Geil, dass Karma noch überlebt hat für den Moment. Wenn ich den fetten Bounty auf Hecarim kriege. Ich bin ohnehin schon so unglaublich OP hier. Wenn ich jetzt noch Kills kriege wie diese, dann... Bruh. Noch seine beiden Topsack-Camps geklaut. Und ist jetzt sogar in Farm wieder vorne. Also in Stacks, ne? Ich bin bei 4, er ist bei 9. Der 5-Kill-Hecarim wurde gebountied von dem 5-Kill-Graves. Ah, Wölfe hat er genommen. Interesting, dass er Wölfe genommen hat, aber nicht Gromp. Noch Daddy, oder? Was macht ihr da, Detroit? Ja, noch drei, noch Platten-Toplane jetzt bekommen sogar. Mit den drei Gubis hilft es noch ein bisschen. Ich habe auch eine Platte mit denen noch gejoinkt. Und es wird noch ein Ultimate-Hunter-Stack, Trash-Hunter-Stack, sorry, das ist auf Malphite. Die haben wir bisher gar nicht gegankt, weil wir halt, ist halt Malphite-Lane. So great jetzt nicht so interessant zu ganken. Je nachdem, wie das Game läuft. Vielleicht noch so ein Powered Smite hier und dann spielen wir für Carb und Herald. Ich glaube, gibt uns hoffentlich Level 11 hier. Hier kommt es auch mit. Avenge me!
Nice, Herr Mensch. WP. Ja, ich brauche noch Tabis. Zu viele AD Carries in dem Team, dass mich der Jhin extra killt. Mich triple killt sogar. Fetten Bounty auf mich bekommen hat. Nicht ob die, aber ich meine, dafür wurden sie getriple killt. Und ich habe mich ja selbst auch an Jhin gerecht, persönlich. Mit meiner Shotgun-Salbe, bevor ich sterbe mit der Q. I've been learning. Nice. Wir sind auch so OP dieses Game mit unserer. Was ist das für eine Animation, Leute? Ich komme darüber noch nicht hinweg mit diesem scheiß Toastbrot in der Fresse. What the fuck? Lass Sarah spielen. It's worth it though. Kate Crip. Drums coming in, you ain't see that coming. Kein Smite. Ich musste seinen Gromp haben, aber er hat auch keinen Empowered Smite. Wir spielen jetzt einen und er kann ihn nicht vertesten. Nur Ashe auch kann's klauen. Oh! Okay. Wow! Dass er noch reingeht, ist mindblowing to me. Kostet sie alle ihr Leben und wir haben Harold trotzdem bekommen. Er konnte auch nicht sehen. Er hat Harold nicht gesehen, weil ich ihn direkt noch nearsighted habe, bevor er rein und gurtet kam. Komplett. Das hat absolut überhaupt nicht worth. Auch wenn er ihn gesteht hätte. Uns alle drei Outer Turrets auch erhalten. Ich live sie kurz herum, dann komme ich gleich zurück. Must not be as crazy as I am. Nee, die waren einfach bereit, gerade für Harold das Game zu verlieren. Das ist natürlich ihr Recht. Sie dürfen das Game für Harold verlieren, wenn sie wollen. Harold haben sie bloß auch verloren, also. And invite your friends. That I can't resist. Ja, also, ja, das Game ist halt over, aber es war davor schon sehr, sehr los für die. Wir haben die schon hart hops genommen als Team. Vor allem mit der Botlane, die einfach an jedem einzelnen Gang tot ist. Ne, das ist wirklich krass. Seit Level 3 und ich war auf Hawkshot. Also seit ich hier Bluebuff geskippt habe, um dann nach Botlane zu gehen, nach Gromp. Und ich war on Vision, aber das hat sie nicht gejuckt. Sie wollten trotzdem Double Kill. An dem ist das Game eigentlich ziemlich free. Es gibt der Fakt, dass wir noch Drakes und so drauf bekommen haben, ist ein bisschen illegal, aber. Ah. That happens sometimes. Ups, so viel geht's. Orianna? Und da ist nicht genug Damage, ihn zu executen, denke ich. Kein Shield-Buff für den Champion. Okay, okay. Schön. Your team
Schön, schön, schön. Ich sag, es gab vom Arrow. Aber nur ein bisschen. Ja, I mean, we are kinda shitting on them, no? Links und rechts. Kinda shitting on them. Nice! Das kann Ezreal nicht verlieren, Leute. Ich will noch drei Level über hier kriegen. Verliert Ezreal das? Nein. Danke, Karma. Coming in clutch. Globaler Wrap-Up für die Homies. Ich habe killen wir bald. Laut Dormex nicht mehr weit weg. Oshus ist auch nicht mehr weit weg. Man rotiert auch rein. Wir gehen also raus. So, die gesamten Camps sind mein Eigentum. Got any bright ideas? Okay, ein bisschen früher Fight, dafür, dass halt Karma und ich nicht da sein können. Kostet ihn seinen Flash, aber hoffentlich nicht sein Leben. Können wir sie covern? Nice, der Treasure Hunter Stack und hat sogar noch geflasht. Dass die beiden gehittet werden, natürlich, das ist ja so krank. Moin. Mein Geist wird immer besser. Legit jeden Tag wird mein Geist besser. Das Shiny Gap ist kind of insane. Dankeschön. I mean, I don't disagree. Ich denke, wir haben, well, thank you. Ich glaube, auch wir haben mit den Enemy Joiner gut gedifft. Das Kompliment nehme ich gerne entgegen. Ey, nein, das ist Simping von Maria. Gibt's zu NNO in der First Diverse? Nichts, was ich leaken kann, nein. Make it night. Freu dich doch erstmal, mein Dude, auf Paris. Das ist, glaube ich, nochmal ein fettes Jahreshighlight zum Abschluss von 24 für uns alle. GG, Mann. Geiles Game. Mein einziger Dev war halt, wie wir den Triple Kill dafür bekommen haben, ne? Und ich habe noch 1-2-1 getradet und danach halt hat Zardes den Rest aufgeräumt. Ja, I don't know. Wir konnten einfach eigentlich nicht Top-Lane ordnen sollen, weil die einfach nicht gestorben ist. Aber wir haben einfach halt einfach sehr gutes Game gemacht, honestly. Mein Geist wird jeden Tag besser. Mein Clear ist aber nicht geil. Die scheiß Raptoren fuck meine Existenz noch immer. Aber meine Teamfight-Mechaniken. Ach, der Champ ist einfach so absurd fun. Das ist so dumm an mir irgendwie. Ich ergebe gar keinen Sinn als Mensch.